Hey Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Stumble Guys, meine Freunde. Und heute, ihr wisst wie immer, was wir machen werden. Wir wollen natürlich wie immer versuchen, alle Skins in Stumble Guys zu bekommen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ich habe ja letztes Mal schon ein paar Mal meinen Spind gezeigt. Viele Skins haben wir, aber viele auch eben noch nicht, Leute. Vor allem hier diese grünen und grauen und ein paar blauen und so, da fehlen noch. Und hier zwei von den legendären, die haben wir auch noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal wieder in den Shop rein, bevor wir hier in die Runden reingehen. Wir machen erstmal hier die kostenlosen Spins, holen wir uns. Wer weiß, vielleicht hier auch der ein oder andere Skin dabei, den wir noch nicht haben. Ich würde sagen, lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr Stumble Guys feiert. Und zwar genau jetzt mal liken und abonnieren, ihr wisst Bescheid. Ach, ein Stumble Token nur, ja gut. Ein Stumble Token bringt einem nicht so viel. Ich will hier die Skins haben, Junge. Ey, Bro. Juwelen. 5 Juwelen. Ist ja nix. Das ist ja nix hier. Oh. Ja, gut. Und nochmal 3 Stumble-Tokens. Gut, haben leider keinen Skin bekommen. Aber alles halb so wild. Ich würde sagen, wir drehen jetzt hier erstmal nochmal 10 beim Epischen und hoffen, dass wir jetzt einfach mal die 2 legendären Skins kriegen, die wir noch nicht haben, Leute. Weil, ist auch wichtig. Damit wir zumindest schon mal sagen können, wir haben alle legendären, alle Epischen haben wir ja schon. Also die Lilan haben wir komplett alle. Aber 2 legendäre fehlen eben noch. Und ich glaube, irgendwie wird das hier nichts. Oh, fast ein Special sogar nochmal bekommen. Haben wir aber natürlich auch schon. Ey, Hopp, gönn euch jetzt mal hier so einen legendären. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, genau... Ja! Ja, Mann! Nice! Nice! Das war einer der legendären, der uns noch gefehlt hat. Und ich glaube, der andere ist so ein Astronaut. Oder ein Taucher. Taucher oder Astronaut, irgendwie sowas. Aber der hat uns noch gefehlt, der Paul Berger. Sehr gut. Das heißt, jetzt fehlt uns nur noch ein legendärer. Ich glaube, das ist so ein blauer Taucher oder Astronaut gewesen. Bin mir nicht mehr sicher. Müssen wir gleich nochmal schauen. Duplikat, ja. Na gut. Nur den einen. Nur den einen hier. So, wir schauen mal ganz kurz. Personalisieren. Ja. Der Typ hier, der blaue Astronaut, der Sisunaut, der fehlt uns noch. Dann haben wir alle Legendären. Eigentlich hart auf hart müssen wir heute nochmal auf die Jagd gehen nach dem letzten legendären Skin. So, komm Leute, wir jagen. Wir jagen heute nochmal den letzten Legendary. Let's go. Ah, nein. Wir wollen alle legendären Skins hier. Gibt es eigentlich schon Leute, die sagen können, dass sie alle Stumbleguy-Skins haben? Ich weiß nicht genau. Gibt bestimmt nicht viele, die wirklich alle haben. Wir haben auf jeden Fall alle epischen. Komm, der Sisunaut. Da war er, Leute. Der Sisunaut. Ist halt echt voll. Ich glaube, man hat hier eine 10%. Oh, nur eins daneben. Komm, Sisunaut. Man hat hier eine 10% Chance, glaube ich, einen legendären zu bekommen. Aber es gibt ja voll viele legendäre. Also hat man vielleicht, keine Ahnung, irgendwie eine 0,5% Chance, genau den zu bekommen. Ich habe den jetzt hier schon ein paar Mal gesehen, auf jeden Fall. Es ist nicht unmöglich. Ach, come on, man. Come on. Alles nur Duplikate. So, komm, wir machen nochmal. Wir kümmern uns in der nächsten Folge um diese grauen, grünen, blauen Skins. Wir jagen heute nochmal wirklich die legendären. Damit wir sagen können, wir haben auch alle Legendary Skins. Das ist auch einfach wichtig. Das ist wichtig, dass man das sagen kann. Ist halt wirklich einfach nur eine... Es ist eine Frage der Zeit. Wann wird er kommen? Es kostet uns halt auch kaum was, eigentlich jetzt so ein Glücksrad-Spin. Weil wir kriegen ja auch immer wieder Stumble Tokens zurück, wenn das halt ein Duplikat ist. Das heißt, wir können eigentlich gefühlt unendlich oft dieses Glücksrad drehen. Ach, come on. Bitte. Sisunaut. Ich weiß auch nicht, warum er Sisunaut heißt, aber ich will ihn haben. Ich werde hier bald wahnsinnig. Komm schon. Sisunaut. Sisunaut.
Nein, ey, eins daneben, Mann. Was ist das? Das gibt's nicht, ne? Das gibt's nicht. Komm, einmal machen wir noch, Leute. Dann gehen wir in die Rounds. Dann gehen wir in die Round rein. Noch einmal. Ich will doch einfach nur alle Skins haben in Stumble Guys. Ist doch nicht zu viel verlangt. Ah, da war er wieder. Es ist doch nicht zu viel verlangt, Leute. Ich glaube, sehr, sehr schwierig heute. Sehr, sehr schwierig. Oh, ein Special. Oh. Ja, gut, haben wir halt schon. Aber das gibt wenigstens direkt mal 700 Stumble Tokens zurück. Da machen wir direkt schon Plus, Leute. Haben wir mehr Stumble Tokens bekommen, als wir verballert haben. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird hier nichts, Leute. Vielleicht, wenn ich weggucke. Jetzt kommt er. Es war ein Astronaut, aber naja. Alles Duplikate, ja. Na gut, Freunde. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir können ja, wisst ihr was, komm, wir drehen noch einmal hier 10 Spins holen, damit wir vielleicht jetzt nochmal einen Skin kriegen, den wir noch nicht haben. Ich will jetzt zumindest mal noch irgendwas bekommen, was wir noch nicht haben. So, ist der neu? Ach, Duplikat. Auch Duplikat, ey. Was ist denn hier los? Ah, Duplikat. Nee, war kein Duplikat. Hatten wir noch nicht. Oh, Ninja, aber Duplikat. Schade. Duplikat. Weiß es schon. Duplikat. Nee, oh, der ist noch kein Duplikat. Auch Duplikat. Obwohl, ich will nicht sagen, wir hatten kein Glück, weil wir mit den einen Legendären bekommen, aber auch schon viel Duplikate bekommen. Ey! Das war gerade eins daneben, war dieser Seasonaut. Imagine, ich hätte den hier bekommen. Das wäre so heftig. Aber egal, 3 Skins, die ich noch nicht habe. Jeden Tag ein kleines Stück näher, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal in eine Round rein, Leute. Abfahrt. So, jetzt versuchen wir natürlich erstmal wieder einen Win zu holen. Ich habe jetzt wieder eine Woche kein Stumble Guys gespielt, weil ich war ja mit meinem Videodreh beschäftigt. Ich war ja bis gestern noch auf Malta. Leute, das Video, was kommt, GTA Live, boah, das wird so krass, mein neuer Song. Vertraut einfach. Auf jeden Fall, ich habe eine Woche nicht gespielt, also ich bin jetzt wieder komplett raus. Wahrscheinlich die Leute wieder komplett hier Sweater geworden. So, hier. Oh, wow, wow, wow. Wow, Baby, gerettet. Lol. Er ist doch absolut Hacker, Digga. Er war... So, abgesaved, Leute. Kurz abgesaved hier. G zu dem Double G, Leute. Let's go. Die anderen sind raus. Raus. Raus mit denen, ey. Wäre natürlich krass. Jetzt First Round, direkt ein Win. Wäre schon wild. Aber ich sage euch, Hard of Hard ist mittlerweile so schwer geworden in Stumble Guys. Weil das einfach, es sind wirklich alles nur noch Profis und Sweater geworden. Jeder hat hier, kennt hier so irgendwelche Secret-Abkürzungen und sowas. Guck mal, der eine macht hier schon diesen Gretchen-Emote. Boah, aber schau mal, ich bin schon gut clean. Ich bin schon sehr, sehr gut clean hier durchgerannt. Und Leute, abgesaved. So, hauen wir hier noch jemanden weg? So, egal, ich geh mal lieber auf Nummer sicher. Wir gehen hier mal lieber kurz auf Nummer sicher. Also mir der einzige Special Skin, ja? Die Map ist nicht groß genug für zwei. So, oh, Rutschen-Game. War mal damals mein Lieblingsgame, aber da gibt es mittlerweile auch so viele Abkürzungen, so viele Tricks, wo Leute einfach gefühlt Profis geworden sind.
Deswegen mittlerweile nicht mehr so mein Lieblingsgame. Weil die einfach zu gut geworden. Also egal, selbst wenn man eigentlich perfekt entlang rutscht, die machen hier ihre Abkürzungen, springen da über den Rand und so. Keine Ahnung, ich kenne diese Abkürzungen halt nicht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber guck genau hier. Der eine fliegt, die fliegen hier durch die Welt. Die sind hier so auf Piloten schon mäßig unterwegs. Auf einmal hier alle Lufthansa-Pilot geworden. Auf einmal, die fliegen alle in Urlaub. Also vom Ding her sind wir eigentlich perfekt gerutscht. Aber der eine hat halt hier Abkürzungen und sowas. Ja, das war's. Schade, 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 schade. Schade, Leute. Ganz, ganz knappes Ding. Aber alles halb so wild, sei ihm gegönnt. Er ist auch gut hier gerutscht. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in eine Round rein. Und wer weiß, vielleicht können wir jetzt den Win holen. Ui, okay. Cannon Climb. Ist eigentlich ein gutes Spiel für den Anfang. Ist cool. Feiert ihr eigentlich noch Stumblegeist? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder sagt ihr jetzt so, ah nee, es war kurz gehypt, jetzt nicht mehr so nice. Schreibt es mal in die Kommentare. Mögt ihr Stumblegeist noch oder mögt ihr es nicht mehr? Oh, das war ein knapper Hase. Das war ein sehr, sehr knapper Hase. Oh, aua. Ah, komm. Boah, die Kanonen, ey, haben die hier das verändert? Wie viele Kanonen kommen denn hier rausgeschossen? Auf einmal viel stärker. Und abgesaved, Leute. Ah, ich glaube, der wird es nicht mehr schaffen hier, der Löwe. Vorbei. Okay, Freunde. Nächste Map. Was kommt als nächstes? Icy Hills. Oh, Icy Heights. Okay. Icy Heights. Kein Ding für den King. Ey, hört doch mal auf zu blockieren hier. So, weg mit dir, Schmutzbengel. So, guck mal, wer hier. Guck mal, wer hier direkt schon wieder Erster ist. Der Chef natürlich. Der Chef ist hier Erster. So, und ich werde auch an... Oha, da, hä? Wie ist die Skelett denn schon? Der stand ja schon ultra lang da im Ziel. Wie hat der das denn gemacht, Leute? Dieser Skelett, der noch da ist, der hier. Ich glaube, der ist Profispieler. Ich glaube, der ist wirklich Profispieler. Der kennt da irgendwelche Abkürzungen. Auf den müssen wir aufpassen. So, jetzt ist schon wieder... Oh, Laser Tracer als Finale. Eigentlich coole Map. Mag ich sehr im Finale diese Lava-Game oder Laser Tracer, wo man so durchhalten muss. Finde ich immer cool. Ich bin mal gespannt, ob hier so ein paar Ehrenlose dabei sind, die hier so boxen. Okay, da ist schon der Erste. Da ist schon der Erste, der boxen will, ne? Da ist schon der Erste, ey. Es gibt immer diese einen Spezialisten. Oha, ey, das ist wirklich ein ekliger, der Typ. Er will wirklich diese... Ach, pass auf, guck mal, er will boxen. Er will boxen. Gut, okay, Bro. Ich kann auch boxen. Was du kannst, kann ich auch. Bro, wie lang läuft das hier schon? Bro! Bro! What? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Struggle is real. Ah, zum Glück, wenigstens hat nicht dieser eine Typ gewonnen. Wenigstens hat nicht dieser Ehrenlose gewonnen, ey. Alter! Leute, was war das gerade? Wie lang das ging? Da waren ja so viele Laser gerade unterwegs. Oh mein Gott! Bro, 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 bro. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr saftig, knaftig. Freunde, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein von Stumblegeist heute. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute.